Ja, ich werde da auch nachher einmal reingucken, zusammen mit euch in Starbase. Also keine Sorge. Ja, also wenn du noch ein bisschen Zeit hast, kannst du das gleich gerne live mitsehen. Ich wollte, wie gesagt, so irgendwann zwischen 10:30 und 11:30 einmal in Starbase reinschauen. Für die, die das dann noch, die das interessiert. Weil, also eigentlich ein cooles Spiel, ist halt sehr grindig, aber das sind ja oft solche Spiele. Ist auch noch sehr buggy, weil Early Access, man kennt das auch. Bei dem Spiel war es zumindest am Anfang sehr extrem. Wo ich aber sagen muss, ich hatte das Glück, dass ich ja im Urlaub war und mir deswegen die ersten 10 Tage von Starbase nicht antun musste. Ich hätte es gerne, aber ich hätte es, glaube ich, dann verflucht. Jetzt geht's. Deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich habe das heute Mittag mal geguckt. Ich kriege das auch aufgenommen, deswegen würde ich euch das nachher gerne einmal zeigen. Und dann können wir mal schauen, ob wir da nicht entweder eine Community-Sache rauskriegen oder ob ich da öfters mal ein paar Videos zu mache. Wie gesagt, wenn ich das mit den anderen, mit denen von Satisfactory, halt dem Mirko und dem Markus, wenn ich das mit denen spiele, ob ich euch dann mitnehme. Und falls andere von euch das halt auch haben, wäre es voll cool, wenn man das sozusagen dann in einer gemeinsamen Koop machen können. Dann geht das alles etwas schneller. Okay, wir haben wieder alle am Idlen. Wir haben den Raum hier oben immer noch nicht leer, aber der ist jetzt leer genug, dass wir sagen könnten, wir machen da jetzt die Kaserne hin. Ja, ne? Vor allem. Moment mal. Ich habe doch unten die Stockpiles, habe ich doch gesetzt. Verdammt. Bin aber heute auch. So, wir removen nämlich jetzt hier die Stockpile. Also den Stockpile. Wenn es noch gibt. Den gibt es noch. So, den nehmen wir nämlich jetzt raus. Muss das ganze Erz weggebracht werden, was nicht schlimm ist. Wir machen jetzt nämlich hier neben, da kommt jetzt nämlich der Juwelier, der kommt jetzt hier hin. Das, wo wir die ganzen Schmieden nicht mehr hier brauchen. Mache ich hier jetzt zwei Juwelier-Shops hin. Dann kann der Juwelier-Shop hier weg, dann kann der Stockpile hier weg. Das Militär wandert hier oben drüber. Und dann haben wir die große Halle endlich frei. Dann ist in der großen Halle nur noch Essen und Tische. Und wir können das hier unten nachher mit epischen Goldstatuen und so weiter voll klatschen, damit die Leute denken, sehen, wie geil die Zwerge hier doch sind. Was ist aus unserem Knastbruder geworden? Gar nichts, ne? Oder haben sie den umgebracht? Da wurde der Weifel gerade mal zum Arzt gebracht. Das ist Neil, der Weber, der Depressive. Okay. Oder? Nee, dann wird er happy stehen, wenn das deren depressive Neil wäre. Wer hat sich denn jetzt dahin gelegt? Thomas, der Farmer, der braucht ein Bett. Habe ich nicht alle Betten zugewiesen? Doch. Haben wir zu wenig Betten? Habe ich hierfür etwas noch nicht zugewiesen? Doch, doch, da auch, da auch. Muss ich noch mal Betten zählen? Ernsthaft? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 12, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also doppelt so viele. 48, 72. Okay, 72 Betten auf dieser Ebene. 72 plus 2, 4, 8, 16. Ich habe mich verzählt, ne? Ist egal. Ich sag mal, das eine waren 72. Das geht gar nicht. 2, 4, 6, doch 72 hier oben. Das passt doch. 72 plus 16 sind 88 plus 2, 4, 5 plus 20, 108. Passt nicht ganz. Aber dafür haben wir den Schlafsaal. Ist der Schlafsaal zugewiesen? Ja, auch. Okay, kein Bettenproblem bei unseren Zwergen. Aber wir haben jetzt noch den einen Hebel hier. Steuerung N, das ist dann Birch Caves. Weil wir hier jetzt. So, hier hinter kommen nämlich die ganzen Caves, dann können wir uns vor denen auch retten. Genau, hier kommt dann irgendwann Cave 1, 2,
Gut, und drei haben wir in einem anderen seltsamen Gang gefunden, der ist aber zugemauert. Perfekt. So, das ist jetzt da. Und da ist jetzt noch das Problem, dass alle Sachen hier rumliegen. Was aber nicht schlimm ist. Wir machen jetzt hier einfach jetzt den Gemstock-Pile. Setzen wir jetzt einfach hier rüber. So. Hat das jetzt geklappt? Ja. So, im... Warum ist hier Ammo drin? Gems, finish good, chains. Das war mal der Misch-Stockpile, ne? Ist das immer noch der Misch-Stockpile? Wir werden sehen, was da nachher landet, ne? So, kann ich nehmen? Ich nehme den jetzt weg. Oh Gott, der ist weg. Dann kann der Juwelier hier weg. Und da müssen wir gleich mal gucken, was da alles überbleibt. An Kisten und so weiter. Das müssen wir sonst nachher noch irgendwo wegsortieren. Irgendwas jetzt noch offen? Also irgendwas grob Fahrlässiges von mir offen. Die Schmieden brauchen wirklich ewig, weil... Gute Frage. Erz und Kohle ist hier unten. Magma ist genug da und sie liefen ja schon mal. Die Jobs sind hier auch drin. Also das Schmelzen ist drin, sagen wir es mal so. Genau, da wird... Okay, die Jobs werden übertragen. Fühlt sich nur keiner dafür verantwortlich. Ich glaube, wir müssen beim nächsten Mal nochmal aufräumen. Was den Terrorist angeht. Wer welchen Job macht, dass die Schmieden wirklich nur noch schmieden. Dann wäre halt, glaube ich, wirklich die Idee vom letzten Mal interessant, dass die hier unten sogar ihre Schlafplätze kriegen. Aber wir würden einen Schlafsaal für Miner machen. Für Schmiede machen. Und wir machen mal was total Deprimierendes für die armen Typen. So. Ah, die bekommen kleine Zimmer. So. Hier kommen dann halt sechs arme Schmiede werden nach hier unten eingefercht in kleineren Zimmern als oben. Essen und so bekommen die. Für Essen können sie nach oben laufen, für Essen trinken, aber schlafen können sie dann hier unten. Dann können sie sich zwischendurch mal ausruhen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn die halt ihr Essen nicht hier unten haben. Aber das sehen wir dann. So, wir haben hier oben immer noch unser Platin rumliegen. Ne? Das klaut keiner. Ne? Platin direkt hier draußen auf der freien Fläche ist den Leuten scheißegal. Aber irgendwo unten von der Werkbank den Knochenhandschuh klauen. Was ist denn jetzt aus unserem Knastbruder geworden? Convicted. Ja, bekommt der jetzt auch eine Strafe? Ist jetzt ja die Frage, wird er jetzt bestraft? Und wenn ja, wie? Er wird schon wieder Happy verurteilt, irgendwas gemacht zu haben. Happy befragen. Happy befragen. Happy randaliert. Der Manager randaliert immer noch. Happy wurde und hat es noch nicht zugegeben. Na warte, müssen wir Happy nochmal befragen. Na, wenn Happy das nicht zugibt, wird Happy einfach nochmal gefragt. So lang, das sind halt Verhörmethoden bei den Zwergen. Ne? Ist jetzt so lange gefragt, bis es zugeht. Ist auch nicht viel Holz dabei rumgekommen. Ne? Oder haben wir das schon wieder weggearbeitet? Tatsächlich. Also vielleicht haben sie es hier liegen lassen oder so. Und dann haut man noch ein paar mehr Bäume ab.
Gäsern brauchen wir nicht. Wir haben mehr als genug Früchte, also Nahrung und so weiter. Oh, was haben wir denn? Den muss man nach Stocks gucken. Stock, Stone. Statues haben wir nämlich nur Silber. Stone, da ist es doch. Gold. 39 Gold Nuggets. Nehmen wir Gold. Wo sind hier Smelt Gold Nuggets? Kann ich auch eingeben, ne? Gold Nuggets? Nö. Smelt Native Gold Ore. 39. Ja, kann man auch so sehen. So, okay. Die laufen jetzt erstmal rum und schmelzen jetzt das Gold. Ich möchte Goldstatuen haben. Ich möchte hier unten nachher, hier wird ja gerade aufgeräumt. Über da, wo gerade Erzplatz ist, werden Diamanten eingelagert. Wir haben auf alle Fälle genug Diamanten. Oh Gott, da wurde nicht gesmoothed drunter. Wie sieht das denn aus, Zwerge? Gut, dass wir so viele Engraver haben. Da muss jetzt schnell gesmoothed werden. Und dann noch Engrave. Das sieht ja dann schrecklich aus sonst. Was sollen die Gäste denken? Und da stand halt vorher eine Werkbank drauf, ne? Ein ganzes Juweliergeschäft. Ich glaube, das gibt's hier nicht. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Tode, den die Zwerge hier nicht erleben werden. Alles andere ist möglich, aber nicht das. Nicht bei den Zwergen. Ich bin auch immer noch überlegen, ob ich einfach die ganze Wand abreiße und die nur noch aus Marmor mache. Dass das bunte loswerden, dass die Gildenhalle, also die Meeting Hall, einfach komplette Marmorwände hat. So, gesmoothed ist das anscheinend. Also engraven wir das jetzt noch. Ich weiß nicht, ob unter den Kisten auch was ist. Aber dann haben wir das, dann sieht das wieder vernünftig aus. Das geht ja mal gar nicht. Okay, die Steine sind jetzt fast alle weg. Das heißt, wir machen jetzt hier oben erstmal Kaserne. Komm, machen wir auf der Seite. Hier sind die schöneren Wände. Jetzt einmal ein paar Betten. Weil ich überlege, kann ich nicht die Betten in einzelne Räume machen, solange da keine Tür vor ist? Ist egal. Wie viele mache ich denn? 2, 4, 6, 7, 8. Ihr bekommt da vorne eine kleine Kiste. Pigtail Bag. Nein, ihr sollt Marble-Koffer. Ich weiß, dass die, glaube ich, in der Kaserne da nichts einlagern. Also, die werden, ja gut, die werden nachher das Equipment einlagern. Nicht ihr persönliches, glaube ich. Aber es sieht auch viel cooler aus, wenn die jetzt alle vor ihren Betten eine kleine Ausrüstungskiste haben. So, dann haben wir da nämlich die Koffer. Dann können die noch einen Stockpile kriegen. Packen wir mal hier oben hin. So, Stockpile. Jetzt habe ich natürlich die Settings von dem Stockpile wieder vergessen. Da war, glaube ich, nur falsche Ebene. Hier, glaube ich, alles an Waffen reingesetzt und alles, was aus Metall nachher an Rüstungen ist. Ne? Habe ich, glaube ich, gemacht. Können wir erstmal machen. Das machen wir jetzt hier auch. So, erstmal machen wir das Maximum an Bins. Und dann sagen, nein, Enable natürlich nicht, Disable. Wir enablen Armor. Und sagen halt, nee, so nicht. Nur Leder. Für die ganzen Ledersachen, die sie mit beitragen. Und ihr bekommt Waffen. Aber keine
Trap Components. Wobei die Waffen dann auch nur aus Stein, aus Metall zu sein haben. So. Nur Metallwaffen werden jetzt hier gelagert und Rüstungen. Ammo. Falls wir irgendwann mal Fernkämpfer haben, nehmen wir Ammo mit. Wo wir dann aber nur Bolts einlagern. Ja, klingt gut. Dann haben wir das und dann brauchen wir ein Weapon-Rack. Sonst können wir die Kaserne nicht designieren. So, jetzt war schön mittig. Aus Shared. Okay. Und das andere war Armor Stand. Ne? So. Machen wir zwei Armor Stands noch daneben. So. Eine Statue hier mittig zwischensetzen. So, einfach nur. Warum nicht? So, hier so. Dann können sich die Statue angucken. Haben wir eine schöne Statue. Vielleicht nicht von der Fliege. Vielleicht von irgendeinem Gefallenen oder sowas. Von Menschen. Nein. Gut, gefallen sind, glaube ich, sehr viele. Nack ist ein Gefallener. Da weiß ich auf alle Fälle. Der wurde auch umgebracht von den ersten Untoten. Ich weiß aber nicht, ob der Militär war. Aber den nehmen wir jetzt einfach, weil ich von dem zumindest weiß, dass der gestorben ist. Also im Kampf gestorben ist. Oder er wurde brutal niedergemäht, ich weiß nicht. Er war jedenfalls einer der Staatszwerge. Und dann können wir die Kaserne hier unten nämlich gleich auch auflösen. Auf der anderen Seite könnte man theoretisch nachher Mauern reinziehen, dann ist das die Schießbahn. Für die möglichen Fernkämpfertrupp. Eigentlich müsste die Brücke hochziehen fürs Designieren. Dann kann ich die Kaserne über die gesamte Ebene machen, ohne dass es in den Gang reingeht. Was liegt da eigentlich? Ach, auch wieder zu große Klamotten. Und wir müssen Steine schleppen. Warum? Ach so, gedammte Steine. Könnt ihr einmal den Armor... Ich würde gerne vom Armor Stand designieren, nicht von den Weapon... vom Weapon Rack statt den Armor Stand, so. Der ist halt mittig. Ne? Will keiner. Aber die Waffen bringen sie schon mal weg. Ich kann das hier unten halt noch nicht auflösen, solange das hier oben nicht fertig ist. Doch, jetzt ist es fertig. Also grob fertig. So, wir machen jetzt eine Baracke. Über die komplette Ecke hier. Und sagen im ersten grob ZTIQ. Und im zweiten sagen wir auch ZTIQ. Und damit wird hier aufgehoben, abgerissen. Und der Stockpile PX. Dann auch weg. Ich dachte, ich hätte so 22, 30, 23 Uhr gesagt. Ich dachte mir, jetzt wo ich die Kaserne umgezogen habe, wäre jetzt der gute Zeitpunkt umzuziehen. Ich dachte mir, ich hätte 10:30, 11 gesagt. Ich hatte die letzten Tage immer um 11 Uhr mit Starbase angefangen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da immer dann ab bis 2:30, 3 versumpft drinne. Gut. Dann werde ich euch, wenn das jetzt schon extra gefragt wird, und wäre eh die 10:30, ich bin mir sicher, hätte 10:30, 11 gesagt, aber ich kann mich auch irren. Werde ich jetzt das hier alles einmal speichern, euch in meinen wunderschönen Pausenmodus, Pausebildschirm setzen und euch dann gleich erstmal in Starbase mitnehmen. Also für die, die nur für The War Fortress da waren, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr bleibt noch und guckt euch mit mir Starbase an. Ne? Bis gleich dann.